Maus, was heißt das? Heute. Hä? Ist das von heute? Oh mein Gott! Nee, Maus, nicht schon wieder. Oh nein, nicht Film, Maus. Nein, Maus. Ist das sicher? Ich glaub das nicht, Maus. Weiß ich nicht. Weil das einfach zu gut ist, um Mama zu sein. Erdbeerkuchen. Ja, Mama hat auch ganz viel Lust die nächsten Monate auf Erdbeerkuchen mit saure Gurke und Ketchup drauf. Noch einmal dürfen wir das Wunder der Natur erleben. Mit all ihren Vorzügen. Noch einmal blicken wir mit Neugier auf unsere Bauchmaus. Wir zelebrieren das Leben, die Liebe und dich, du wundervolles Wesen in Mamas Bauch. Die Sterne meinen es gut mit uns. Die Geburt durften wir im gleichen Krankenhaus, im gleichen Kreissaal und mit der gleichen Hebamme wie vor 3 Jahren erleben. Und dann warst du da, ein Mädchen, so schön hätten wir uns dich niemals erträumen können. Die unzertrennbare Bindung zu deinem großen Bruder war geschaffen. Fest hat er dich in sein Herz geschlossen und lässt dich nicht mehr gehen. Wer hätte das gedacht? Du bist ein Papakind und kuschelst zudem noch gerne. Die ersten Wochen zu Hause vergingen wie im Flug und jeder Moment musste festgehalten werden. Wir lernten uns immer besser kennen. Du, zartes Wesen, bist so intensiv und voller Wunder. Dein erster Urlaub mit der gesamten Rasselbande. Eine Reise durch jede mögliche Emotion für dich und für mich. Schnell hast du für dich entschieden, dass du die meiste Zeit getragen werden willst. Innig und fest am Körper. Ich muss auch mal kurz was trinken. Mamas kleiner Tragling. Hier. Willst du auch mal was trinken? Die Zeit war reif für feste Nahrung. Und was soll ich sagen? Du hast es ganz alleine für dich entschieden. Du bist eine wahre Entdeckerin und zauberst jedem ein Lächeln ins Gesicht. Man sagt, an Kindern sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Und es ist so wahr. Siehe da, du stehst auf und ganz alleine, als hätte es dir jemand beigebracht. Du machst deine ersten Schritte, als hättest du nie etwas anderes getan. Und natürlich ist dein Bruder immer dein allergrößtes Vorbild. Als Mutter musste ich lernen zu akzeptieren und die Momente anzunehmen, auch wenn sie noch so anstrengend sind. Aber für euch, Mama zu sein, dafür lohnt es sich allemal. Du bist ein Wunder der Natur, das wir gerne beim Wachsen zusehen. Du bist schlaflos schön, herausfordernd, magisch, einfach unbeschreiblich. Du, erstes Babyjahr. Der Frühling kommt und wir wissen, dein erster Geburtstag rückt immer näher. Es gibt Wunder, die auch in ihrer Wiederholung nichts von ihrem Zauber verlieren.